So, jetzt ist der Kampf mit diesem Joker fällig. Bin mal gespannt, was so seine Fähigkeiten sind. Wir haben mal wieder einen neuen Charakter an unserer Seite. Nina ist an unserer Seite. Wir werden sehen, was sie so kann. Ja, Nina kann ganz normal angreifen, was natürlich bei ihr nicht viel bringt, da sie eine Magierin ist. Sie kann sich mit Hilfe von Wille, kann sie sich Magiepunkte zurückholen. Fast so ähnlich wie der Held das macht mit seinen HP und seine Wagniskraft oder seine Willenskraft. Und Nina kann schon ein paar Angriffszauber verwenden. Ich werde erstmal den Tornado auf ihn zaubern. Wir sind schneller, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Und weiter geht's. Ja, 25, das ist ein annehmbarer Schaden. Jetzt kommt mal der Tornado. Genau, das sind diese zwei Vakuumschlingen, die sich um den Gegner willen. Ein Gift-Hieb. Vergiftet. Er greift alle damit an. Ja, wir sehen, Nina hält nicht wirklich viel aus. Das heißt, Cut wird jetzt wohl zum Heilen abgestempelt. Gift heil greift übrigens, soweit ich das weiß, nicht während des Kampfes den Charakter an. Jetzt werde ich es mal mit Cold versuchen, also mit Kälte. Das ist sowas ähnliches wie ein ganz normaler Eiszauber. Ich bin mal gespannt, was der bringt. So, und da kommt er schon. Herrlich. Bam, bam. Oh, 76, das ist doch schon mal wesentlich besser als gerade der Tornado. Das ist doch gut. Da haben wir wenigstens schon mal jetzt eine Schwachstelle von ihm festgestellt. Wir werden weitermachen. Jetzt kann Cut auch wieder angreifen. Wir werden weiterhin mit dem Kältezauber arbeiten. Nina hat auch eine ordentliche Menge von Magiepunkten, muss man dazu sagen. Das ist schon ordentlich. Ja, eigentlich dadurch, dass wir jetzt auch wissen, was seine Schwäche ist, dürfte der Kampf eigentlich gar nicht allzu lange dauern. Ja, jetzt müssen wir den Held gleich heilen. Gut, dass Kat so schnell ist. Sie dient jetzt sozusagen als unsere Heilerin. Aber nur mit Gegenständen, weil Zaubersprüche kann sie ja nicht. Das ist ja das Herrliche daran. Bin mal gespannt, wie lange dieser Kampf jetzt letztendlich dauern wird. Zaubersprüche können übrigens auch mit Spezialtreffern treffen. Gut, weiter geht's. Jetzt können sie beide wieder angreifen. Wieder ein Kältezauber. Zack. Also normalerweise, ich erwarte einen mit jedem Zug darüber, dass der kaputt geht. Da, seht ihr, das meine ich. Jawohl, das war's. Ja, 900 Punkte. Das ist ordentlich. Cut ist... Seht ihr, das meine ich. Dieser Zauberfeuerball ist einer der stärksten Feuerzauber im ganzen Spiel. Nur leider wird Cut erst im höchsten Level, vielleicht sogar erst bei Level 70, in der Lage sein, von den Magiepunkten her diesen Zauber zu zaubern. Es sei denn, man trifft einen Lehrmeister, aber das erkläre ich später. Hä? Warum? Warum? Ich kann nicht glauben, dass dies mir passieren konnte. Das ist nicht möglich. Ja, und auch er verschwindet. Das Licht geht anscheinend wieder an. Nina! Nina! Warum hast du das Schloss verlassen? Es tut mir leid. Ich wollte dich sehen. Es tut mir leid. Danke. Nur durch euch beide war ich in der Lage, sie zu beschützen. Ich muss sie nach Hause bringen. Jeder muss total in Unruhe, in Aufruhr sein. Warte. Lass uns zusammen gehen. Wir werden Spaß zusammen haben, nicht wahr, Rafe? Wirklich? Das macht mich so glücklich. Ich wollte in Wirklichkeit gar nicht alleine zurückgehen. Ich werde mir etwas ausdenken, um euch zu danken. Oh, das ist in Ordnung. Du brauchst uns nicht zu danken. Stattdessen kannst du uns ein paar Zaubersprüche das nächste Mal beibringen. Lass uns nach Hause gehen, Nina. Okay. Rafe, Cut und Nina haben sich entschieden, nach Vinya zusammenzugehen. Ja, vergiftet sind wir immer noch. Wie ihr seht, Nina ist kein Hauptcharakter des Spiels. Sonst wäre sie auch jetzt hinter uns unterwegs. Was ja leider nicht der Fall ist. Allerdings ist es schon gut, jetzt einen dritten Charakter dabei zu haben. Vor allem jetzt auch endlich mal einen mit Zauberfähigkeiten.
Das wurde ja wirklich mal allerhöchste Eisenbahn. Das macht das ganze Spiel schon wesentlich interessanter, finde ich, wenn man auch mal Magier dabei hat. Ewig nur dieses haut ruf, das ist an und für sich zwar schön gedacht, aber nicht der Sinn eines Rollenspiels. Man sollte schon Abwechslung dabei haben. Das Gute in diesem Spiel ist auch, dass jeder eine eigene Fähigkeit hat, die nur er besitzt. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Held auch diese Fähigkeit von Kat hätte, zum einen würde es schwul aussehen und ich glaube nicht, dass das die Absicht ist. Und zum anderen macht es keinen Sinn. Ist es schön, dass jeder dann eben halt diese individuellen Fähigkeiten hat und man sie unterschiedlich einsetzen kann in diesem Spiel. Das ist wirklich richtig gut gelungen mit diesem Spiel, muss ich sagen. Ich möchte nicht allzu viel vorwegnehmen, aber dieses Spiel ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele. Zu der Zeit gewesen, wo es rauskam. Später, als noch dann der dritte Teil rauskam, das war nochmal ein Meilenstein dazu. Aber ich möchte nicht so viel vom anderen Teil reden, weil ich ja jetzt gerade speziell den zweiten Teil spiele. Und dieses Spiel war wirklich ein Grund dafür, dass ich meinem Vater immer noch ein bisschen Geld schulde. Ja, wirklich. Ich habe damals das Spiel ausgeliehen und immer wieder verlängert. Und einen Tag länger ist in der Videothek zu verlängern, das hat damals noch 1,50 gekostet. Und ich weiß noch, dass mein Vater damals gesagt hat, der musste, als er das Spiel weggebracht hat, tatsächlich 36 Mark bezahlen. Ganz schön harter Tobak. Ich wollte dieses Spiel unbedingt durchspielen. Er wusste auch Bescheid, aber als er dann die Summe gesehen hat, da hat er sich doch gedacht, Junge, du bist bescheuert. Ja gut, Vinja ist weiter nach oben. Das haben wir auch schon in der Taverne gehört, als wir mit den Leuten gesprochen haben, um etwas über Barbar herauszufinden. Bevor wir allerdings weitergehen, denke ich mal, sollten wir einen kleinen Zwischenstopp in Corsair nochmal machen, um zu gucken, ob wir vielleicht nicht für Nina etwas bessere Ausrüstung kaufen könnten. Das wäre wirklich von Vorteil. Oh, wieder etwas hinterlassen und wieder ein Heilblatt. Man kann übrigens Gegenstände auch zusammentragen. Sagen wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ein Blatt und auch mal 5 und 9 Blätter. 9 Blätter ist das Maximale, was geht. Und man muss einfach nur auf Clean, also reinigen gehen und es alles in eine Reihe bringen. Und man sieht, jetzt haben wir doch tatsächlich nicht mehr dieses einzelne Blatt da stehen, sondern jetzt mit den anderen 5 zusammen zu 6 Blättern getan. Was ich finde, eine gute Idee ist, zum einen Platz sparen, wenn man mal wirklich andere Gegenstände noch braucht. Manche Gegenstände lassen sich gar nicht mehrfach tragen, mehr als einmal. Wenn ich an später denke, da werde ich noch einen Ort zeigen, wo man richtig gut leveln kann. Den werde ich definitiv noch zeigen, allerdings erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt, weil das wird noch ein bisschen dauern, bis wir bis dahin kommen. Und ab da, wo man wirklich den Ort des Levelns festlegen kann, wird das Spiel für mich blind. Von da an weiß ich wirklich gar nichts mehr. Ein Blind Run ist eben halt für die, die es nicht wissen. Ich denke mal, es wissen alle, die mir zusehen. Allerdings kann es sein, dass jemand Neues dazu kommt. Ein Blind Run ist ein Run, in dem man ein Spiel durchspielt, ohne vorher zu wissen, was da passiert. Beziehungsweise ist es vielleicht zu lange her, dass man einiges nicht mehr weiß. Aber wir machen das Ganze beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich, wenn es wieder heißt Let's Play Breath of Fire 2. Ich hoffe, ihr auch. Sprach der Raven Knight nimmermehr.